Ja, weil ich dumm bin, habe ich leider den Ingame-Sound ausgehabt bei dieser Aufnahme. Ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen. Ich hatte jetzt eigentlich auch keinen Nerv mehr, das nochmal neu aufzunehmen, weil es eine sehr lange Aufnahme war mit ziemlich vielen Cuts. Und ich hoffe, ihr könnt einmal ohne Ingame-Sound auskommen. Wollte ich euch nur mal eben sagen. Nun viel Spaß mit der Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich habe mir überlegt, also ich hatte es ja schon angekündigt in der 14 Uhr Episode, dass wir heute noch auf jeden Fall die ganzen Truppen mal noch testen werden. Ist wahrscheinlich auch ganz spannend für euch, das mal zu sehen. Und ich habe mir das jetzt mal hier hingebaut. Moment, wir müssen mal eben reinzoomen. Ich nehme gerade noch mit dem Nox-Player auf, habe mich gerade noch verklickt. Sehr gut. So, also, die Helden sind maxed. Habe schon mal ein paar Truppen ausgebildet. Und zwar haben wir jetzt erst einmal Bartsch. Ich würde auch sagen, wir werden es jetzt sehen. Also, da sind meine Tripskis und wir werden jetzt mal sehen, wie ich das Ganze denn geplant habe. Vroom. So, hier ist unser Rathaus. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Bartsch an. 50 müsste eigentlich reichen. Und danach werden wir so immer ein, zwei Truppen nehmen von den neuen Leveln halt, um zu gucken. Die neue Truppe kann ich leider noch nicht zeigen. Müsst euch noch ein bisschen gedulden. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit ein bisschen Bartsch. Oh, wie geil die aussehen. Ich liebe sie. Ich liebe Bartsch. Ich liebe Bartsch. Ich liebe die Bartsch-Truppen. Ich freue mich schon wieder so aufs Farmen. Farmen in den unteren Leveln. Also in den unteren Ligen. Ich freue mich schon so. Oh, sie holen es sogar schon. Sie holen das Rathaus sogar schon. Alter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ein paar sterben. Alter, wer sich diesen Helm ausgedacht hat. Es sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Ohne Witz. Okay, wir machen jetzt mal eben schnell die Bogenschützen. So, Bogies an den Start. Es wird auf jeden Fall hinterher einen Spaß, das zurechtzuschneiden. Aber ich mache das ja gerne. Also, wir gucken mal drauf. Oh, 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 alter Schwede. Der haut schon ganz schön rein, der Giga-Tesla, muss man sagen. Also, das, was die Barbaren gut gemacht haben, das macht einfach... Alter, okay. Ja, ist auch klar. Die haben jetzt halt nicht so viele Trefferpunkte und so weiter, sind halt allerdings ja auch nicht dafür da, jetzt um an vorderster Front zu kämpfen. Alter Schwede. Ich kann das Ding jetzt noch benutzen. Ach, da habe ich sogar noch was drin, ne? Habe ja sogar noch die neuen Ballons drin. Na gut, dann haben wir die auch schon abgedeckt eigentlich als Trübskis. Okay, der Drache noch. Ich will den Drachen eigentlich nochmal gerne alleine gleich zeigen. Hä, ich kann ja ein bisschen Fries benutzen, Mami. So. Also, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal die nächste Truppe an. Ach genau, die Riesen. Die Riesen und die Mauerbrecher. Beim Mauerbrecher macht das Sinn. Okay. Also, ich habe mir gedacht, wir kombinieren jetzt aber mal ein paar Truppen und wir müssen das Rathaus ja sowieso einmal aktivieren. Von daher, also sonst laufen ja die Riesen überhaupt nicht darauf zu. Deswegen nehmen wir erstmal jetzt ein, zwei, drei Mauerbrecher. Okay, sie machen gut. Okay, sie haben schon mal einigermaßen, ja. Ja, sie haben zumindest überhaupt schon etwas Schaden gemacht. Aber es wird natürlich, glaube ich, nicht reichen, dass überhaupt einer explodiert. Es ist niemand sonst explodiert. Nur am Anfang. Am Anfang ist was explodiert. Da kam der Giga-Tesla raus und das war's. Ich habe jetzt die Heilerin auch schon dabei. Die sehen einfach mega geil aus. So, ihr geht dahin. Alter, was haben die für eine Rüstung? Okay, jetzt werden wir mal sehen. Reicht es oder nicht für die Riesen? Sie dreschen schon drauf ein, aber oh, es reicht nicht. Oder? Ich meine, der Giga-Tesla kann ja jetzt immer nur ein paar Ziele anvisieren. Nicht alle, okay, es wird reichen. Aber werden sie danach die Explosion überleben? Das ist ja die Frage. Oh, immer noch angeschlagen. Oh, die sind echt ganz gut angeschlagen. Aber sie werden sogar ein bisschen geheilt. Okay, ein paar sind gestorben. Ich glaube, 10 Stück hatten wir ursprünglich. Und es haben jetzt eigentlich nur 2 Stück überlebt. Kommt, heilt euch noch. Schnell, lauft da noch hin. Ja gut, klar, jetzt können wir euch noch zeigen, wie sie die Kanonen angreifen. Aber das ist ja auch langweilig eigentlich. Deswegen, Leute, wir machen jetzt einen Cut. Wir gucken mal weiter. Jetzt kommen nämlich die Magier dran. Bis gleich. Okay, jetzt haben wir die Magier und natürlich auch noch den Pekka. Ich hoffe mal, das reicht. Wir werden das Rathaus erstmal aktivieren. Alter! In lila ist also der Mantel gehalten, der Magier. Und werden sie es schaffen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie es schaffen werden. Okay, haben sie geschafft. Es sind ein paar explodiert noch. Wir werden sie noch wieder heilen. Heilerinnen, geht auf die Magier drauf. Was haben sie jetzt hier noch? Ach ja, sie haben noch die Clanburg. Okay, das gucken wir uns mal eben an. Das interessiert mich auf jeden Fall noch. Wie sehen sie denn aus, wenn sie feuern? Was kommt da raus? Ja, auch so ein bisschen... Die Animation sieht schon... Alter, sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Die Animation sieht richtig cool aus von den Magiern. Maxed, Magier, Level 9 schon. Alter, Level 9 schon. Ich glaube, ist das die höchste Truppe? Ich glaube, es gibt keine Truppe, die höher ist als Level 9. Das ist übel. Das ist auf jeden Fall übel. Und vor allem die Kanonen, ja, sie machen schon so ein bisschen Schaden, aber sie werden jetzt auch down gehen, denke ich mal. Ein paar leben ja noch, ein paar Magier, und dann geben wir auf. Und dann gucken wir uns den Maxed Packer an. Die Maxed Packer, Entschuldigung. Okay, wir werden jetzt mal die Packer angucken auf Level 8. Dafür werde ich das Rathaus jetzt erstmal wieder aktivieren. Das macht der Magier. Ja, zweimal konnte er sogar schießen und jetzt kommt's.
Ipeka, Level 8. Hier setzt es extra so ein bisschen von oben, damit man auch das Gesicht sieht. Aber so viel man halt vom Gesicht sehen kann, weil es ja eine Rüstung ist. Aber okay, das wird relativ easy werden. Für die Pekka. Ich glaube, die Pekka könnte eine starke Truppe werden nach dem Update. Wir werden das aber noch sehen. Klar, das wird sich jetzt alles richtig rauskristallisieren, wenn das Update da ist. Aber guckt euch das mal an. Hat ungefähr noch ein Drittel der Lebenspunkte übrig und hat kaum was gemacht. Und wir haben ja noch unsere Freundinnen, die Heilerinnen. Und sie machen die Pekka relativ schnell wieder fertig. Und ich würde mal sagen, gehen wir weiter. Oh, das stimmt. Das fliegt ja jetzt dahin. Auch wenn er jetzt eine Ruine ist, ich kann es jetzt absetzen. Das heißt, sie fliegen ja dann nicht mehr dahin. Also, wir gucken mal weiter. Die nächste Truppen, die uns erwarten im Kampf gegen Rathaus 12. Bis gleich. Okay, ich habe einfach mal bunt gemischt hier gerade, was ich noch so hatte. Also, wir haben 5 Baby Dragons, 10 Miner, 30 Luckys, 10 Schweine und natürlich noch unsere gute alte Belagerungsmaschine, die wir jetzt aber erstmal nicht benutzen werden. Wir nehmen nämlich jetzt erst einmal die Baby Dragons. Rup, 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 3 Stück. Das bedeutet, nicht zu nah aneinander, bitte. Also, sie schaffen's. Okay, die Babys sind stark. Hätte jetzt nicht gedacht. Alter, das war knapp. Und 2 sind gestorben. Hätte jetzt nicht gedacht, dass die Babys einfach so stark sind. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass die Babys so abgehen. Auf Level 6. Auch schon auf Level 6. Ich glaube tatsächlich, Magier Level 9 ist die höchste Truppe. Wir können gleich nochmal nachgucken, ob das auch tatsächlich so ist. Ich sage das jetzt einfach so, ohne das jetzt irgendwie noch nachgeguckt zu haben. Aber das gucken wir jetzt mal nach. Alter Schwede, die sind gut unterwegs. Die sind gut unterwegs, die Babys. Muss man sagen. Also, zurückgehen. Wir gucken mal nach, ob es denn so ist. Riese ist auch Level 9. Magier ist Level 9. Und ansonsten haben wir noch ein paar Level 8er Truppen. Und ich fordere mich jetzt mal eben nochmal heraus. So. Passt alles soweit. Wir haben gerade die Baby Dragons benutzt. Jetzt benutzen wir die Miner. Die Miner mit ihrer großen Funzel obendrauf. Reicht es für die Miner oder reicht es nicht? Ich glaube nicht. Oder? Ah doch, es leben noch ein paar. Also sie werden jetzt gleich sterben, wenn das Rathaus explodiert. Nee, werden sie ja nicht. Sie sind ja unter Tage dann. Ah, habe ich ja ganz vergessen. Da sind sie. Die sehen schon gut aus. Bisschen Gold und ein paar Steinchen hinten im Rucksack. Am Schlagen. Also sie sind ziemlich rot. Sehen so ein bisschen aus, als wären sie zu lange in der Sonne gewesen irgendwie. Aber finde ich ganz cool insgesamt. Okay, jetzt gucken wir auf die Lakaien. Mami, Lakaien, Mami. So. Machen wir das Rathaus erstmal an. Dann ist der Überraschungseffekt nämlich weg. Lakaien Level 8. Einmal im Kreis gesetzt. Und sie werden absolut... Ja, sie machen absolut null Schaden. Sie machen absolut null Schaden. Wie ist das denn mit den Hawks? Die neuen Hawks Level 8... Ja, es geht eigentlich. Es wird ein harter Kampf. Es wird, glaube ich, reichen. Aber sie werden dann sterben durch den Gigatesla. Ja, alle tot. Okay, das ist sehr interessant. Weil das ja im Grunde so eine riesen Bombe ist, die dann am Ende noch hochgeht, wenn das Rathaus zerstört ist bei Level 5. Also bei 5 Sternen des Rathauses. Das könnte noch für Hawk-Taktiken auf jeden Fall ganz interessant sein. Dass man vielleicht da dann auch noch einen Heilzauber draufschmeißt. Aber wir gehen mal weiter und gucken mal auf eine neue Truppe. Nämlich, ich glaube, das ist jetzt Valkyries, glaube ich, dran. Hab ja die Drachen und die Ballons ganz vergessen. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also, Drache. Aber ich glaube, Drache hat immer gereicht, ne? Ich glaube, ja, Drache ist super stark. Drache ist echt mega. Der Schwanz von dem Drachen auch mit Feuer. Richtig cool. Und sie haben echt gut überlebt. Sie haben wirklich gut überlebt. Krass. Okay, das ging relativ schnell. Oh, die doch da hinten. Ah, ne, stimmt, das fliegt ja wieder in die Richtung von dem Rathaus. Ich möchte auch noch die Ballons sehen. Also, kurzer Cut, wir gucken die Ballons an. Bis gleich. Okay, wir müssen natürlich das Rathaus erstmal eben aktivieren, sonst werden die Ballons ja nicht dahin fliegen. Das machen wir mit dem Warden. Wobei er schon relativ viel Schaden macht. Ich werde jetzt den Warden nicht zünden. Das Rathaus hat aber jetzt gleich, ja, sagen wir mal ein Fünftel oder Viertel hat jetzt weg. Ist okay. Jetzt gucken wir mal nach. 10 Ballons. Reicht es oder reicht es nicht? Okay, es reicht, aber sie werden sterben. Ah, wie geil das aussah. Das Rathaus geht hoch, die Bombe und die Ballons werden einfach alle eingesogen. Das ist unfassbar. Richtig cool auf jeden Fall. Und wir gucken mal weiter. Wir haben ja noch jetzt, ich glaube, jetzt haben wir wirklich die Valkyrie, Golem, Bowler und so weiter. Bis gleich. Okay, wir haben noch Valkyrie, Golem, Hexe und Bowler und danach noch die Helden. Und ich bin gespannt.
Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Walküren. Aber lassen sie ruhig mal von ein bisschen weiter weg angreifen. Jetzt bin ich mal gespannt. Drei, es müsste locker reichen. Ich glaube, die Walküren sind sehr stark. Aber, ja, ein paar haben noch überlebt. Ein paar haben noch überlebt, da laufen sie rum. Ich möchte natürlich jetzt noch mal in Action sehen. Sie sind einfach richtig cool auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt noch mal. Es sieht schon cool aus. Vor allem, wie da so ein bisschen Gras aufgewirbelt wird, wenn sie da ihre Axt schwingen. Jetzt laufen sie da so ein bisschen daher. Mal gucken, ob sie es noch schaffen gegen die Kanone. Das interessiert mich auch noch. Okay, kaputt. Ja, das werden sie locker schaffen. Sie gehen jetzt nämlich zwischen die Gebäude. Dann ist die eine Kanone nämlich jetzt gleich... Die ist schon kaputt. Ja, wobei, sind nicht mehr so viele übrig. Zwei nur noch. Ah, ja, ja, es wird reichen. Ja, es reicht. Es reicht und... Jetzt würde ich sagen, Golem, Hexe, Bowler. Golem, Hexe, Bowler. Golem wird wahrscheinlich... Ach stimmt, der wird ja auch... müssen wir erst den Bowler nehmen. Er muss das Rathaus erst anknacksen. Okay, der macht... Der hält nicht viel aus. Der hält gar nicht viel aus. Aber reicht es? Nein. Oh. Schaffen es die Hexen, wenn ich sie ein bisschen weiter wegsetze? Und sie wirklich viel spawnen? Vielleicht noch ein bisschen Hilfe kriegen? Das wird nicht reichen, sie sind jetzt gleich tot. Ah, zwei sind noch übrig, weil ich ja gerade noch die Zauber hinterhergesetzt habe. Dann könnte es vielleicht sogar reichen. Jetzt ist das Rathaus ein bisschen überfordert. Ah gut, klar, wenn du die Hexen alleine hast, vor allem nur 5 Stück oder so, das reicht nicht. Aber so, es kommen immer wieder Skelette nach. Jetzt sind ein paar Skelette gestorben, aber die meisten sind noch da. Und jetzt gucken wir mal auf den Golem. So, Golem Level 8, wir müssen das Rathaus mal eben wieder aktivieren. Also es ist, der Bowler macht ja kaum Schaden. So, Golem. Ich glaube nicht, dass es reicht. Der macht zwar, ja, er kassiert schon einigermaßen Schaden eigentlich. Und macht wahrscheinlich selber nicht so viel. Oh, mal gucken, reicht es? Also ein Schneckenrennen. Könnte ein bisschen beschleunigen. Oh, der Golem wächst an und er macht jetzt Schaden. Können wir nochmal frieseln? Es reicht nicht. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Jetzt ist nämlich, ja, er wird nämlich gleich explodieren und sich aufteilen, der Golem. Und dann ist es vorbei. Glaube ich zumindest. Obwohl das Rad hat auch nur noch jetzt so ein Drittel, hat es jetzt gleich nur noch. Aber der Golem ist kurz vor knapp, er ist jetzt gleich kaputt. Golem, mach doch mal spannend, aber es wird nicht reichen. Ja gut, Schaden noch ein bisschen, ja. All die Golemites, die werden nicht mehr viel holen. Die werden nicht mehr viel holen. Okay, dann holen wir uns das Rathaus halt so. Moment, ich habe ja noch einen Freeze. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir gleich direkt nochmal, sind wir gleich direkt nochmal vorbereitet. Nämlich jetzt. Zack, nochmal einen Freeze drauf. Und dann ist das Rathaus down. Dann ist das Rathaus aber sowas, Alter. Dann ist das Rathaus aber sowas von down und alle sterben. Ah, ein paar haben überlebt. Ein paar haben überlebt. Und jetzt noch, was fehlt noch? Na genau, die Helden fehlen noch. Ich werde jetzt auch alle Helden auf einmal drauf schicken und gucken, ob es reicht oder nicht. Ich meine, klar, sie müssen das Rathaus ja erstmal aktivieren. Werden sie jetzt tun? Es wird reichen. Ich werde sie nicht zünden. Ich werde sie nicht, es wird reichen. Mit der... Oh, sie werden ja... Wenn die sterben... Nein. Vor allem der König, habt ihr gesehen, der König hat einfach mal noch sehr, sehr viel getankt. Also er hat fast gar nichts abbekommen. So, gezündet. Oh, wie geil die Barbaren aussehen. Die da noch mit herlaufen. Und jetzt machen sie noch den Rest kaputt. Und während sie den Rest kaputt machen, sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Truppe vergessen habe. Wenn es der Fall sein sollte, dann tut es mir leid. Na gut, bis auf die neue Truppe, die ich ja noch nicht zeigen darf. Aber ansonsten, falls ich eine vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht es gut. Einen schönen Tag noch. Und hopp, lasst krachen. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Tschüss. Throw that thing from left, right, side to side. Yeah. All my friends are here. Playing my favorite song right back on top. Yeah. And we never stop.